Bei den Star Mine Analyst Awards hat Brasilien im Jahr 2015 ziemlich gut abgeschnitten. Mein Name ist Luciana Miranda und Sie sehen eine Live-Schaltung aus Sao Paulo direkt, die in einer Kooperation zwischen dem Ducascope TV und La Presse entstanden ist. Neben mir steht Barbara Stewart aus den Thomson Reuters. Erzählen Sie uns bitte über Ihre Eindrücke. Die Teilnahme an diesem Ereignis erfreut uns wirklich sehr. Zum ersten Mal wird der Star Mine Award in Lateinamerika vergeben. Die Teilnehmerzahl ist wirklich grandios, damit hatten wir nicht gerechnet und wir freuen uns wirklich sehr darüber. Besonders freut uns die Tatsache, dass viele dieser Teilnehmer hochrangige Bankvertreter sind. Darüber hinaus hat uns die Tatsache begeistert, dass diejenigen, die an diesem Ereignis teilnehmen, bereits von vornherein verstehen, was dieser Award für die eigene Tätigkeit bedeutet. Jedermann weiß, was dieser Award repräsentiert. Und das ist toll. Wer sind die Gewinner? Die Tatsache, dass Brasilien über solch eine große Anzahl von wirklich tollen Analysten verfügt, ist einfach toll. Über die Hälfte aller Awards gingen an Lateinamerika. Viele tolle Analysten kann man in Brasilien finden. Die Qualität brasilianischer Analysten ist wirklich exzellent. Here based in Brazil as well. So I think the quality of the analysts that we have here in Brazil is definitely excellent. Could you do a comparison with the Und wie sieht es aus, wenn man dieses Ereignis mit anderen aus anderen Regionen vergleicht? Es gab Gewinner in New York, in Chile und in Mexiko. Ich persönlich hatte die Ereignisse in Chile und in Mexiko besucht. Diese Events sind natürlich toll gewesen. Jedoch hatten diese Regionen keine so große Teilnehmerzahl wie hier in Brasilien. In beiden Ländern wurden nur 10 Awards vergeben. Inwiefern kann die Teilnahme an diesem Ereignis die Partnerschaft zwischen Thomson Reuters und den Märkten festigen? Im Bereich des Brandings ist das ein fabelhaftes Thema. Die Teilnehmerschaft an diesem Event ist sehr wichtig für uns. Dadurch erhalten wir sehr viele Möglichkeiten und wir sind sehr glücklich, dass der Markt diesen Award schätzt. Und inwiefern kann Thomson Reuters den Informationsgrad der Märkte erweitern? Nun, das ist unsere Arbeit. Wir geben unseren Kunden die Information, die sie benötigen. Anhand dieser Informationen treffen unsere Kunden Entscheidungen, die ihnen dann Geld einbringen. Eine wichtige Tatsache ist die, dass alle heutigen Gewinner direkt mit Thomson Reuters verbunden sind. All diese Gewinner liefern dessen Broker Forschungsberichte direkt an Thomson Reuters. Because something that you have to have in mind is that all of the winners today are all third-party providers of Thomson Reuters. They provide all of their brokers' research reports into our service. Barbara, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Thank you. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war eine Live-Schaltung aus Sao Paulo. Bleiben Sie dran. Bis bald.